Hallo liebe Videofreunde, ja, wir befinden uns heute in Übigau, das ist in der Nähe von Falkenberg an der Elster und wir haben ein paar Neuigkeiten für euch. Ich surfe hier schon eine ganze Weile rum und bin immer wieder mal am Gucken nach Kastenwagen, wie ihr das, der ein oder andere weiß das schon. Der einzige Grund, warum ich erst danach geguckt habe, war, dass wir gerne ein Automatikgetriebe haben würden wollen und dann auch für mich vielleicht zum Fahren ein kleines bisschen schmaler, das kam dann noch dazu. Und dann haben wir irgendwann auf der Messe letztes Jahr Malibu gesehen, Kastenwagen, und fanden die also sehr, sehr schön. Haben uns dann auch nochmal bei anderen Malibu Inhabern erkundigt, wie die zufrieden sind, und die sind eigentlich alle sehr zufrieden. Und dann liege ich eigentlich Michael schon immer eine ganze Zeit lang jetzt ein bisschen in den Ohren, ob wir uns sowas nicht mal angucken wollen, und weil wir ja eigentlich auf die Messe nach Düsseldorf fahren wollten, das aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht geht, habe ich jetzt einen Malibu-Händler rausgesucht, der bei uns einigermaßen in der Nähe ist, und da befinden wir uns jetzt und haben uns einen Malibu Charming 640 angeschaut. Und also sind beide total begeistert von diesem Auto. So, bevor wir Näheres zu dem Thema sagen, wollen wir euch einfach mal das Auto jetzt ein bisschen zeigen. Ja, was uns ja eigentlich immer so ein bisschen am Kastenwagen gestört hat, ist, dass die doch recht eng sind. Aber es gibt halt mittlerweile schon so schöne Kastenwagen, die auch geräumig sind. Und was mir beim Kastenwagen eigentlich immer ganz gut gefällt, ist erstmal schon mal die große offene Tür, die man hier hat. Und das gibt halt natürlich hier ein sehr schönes Raumgefühl hier in. Der Malibu jetzt hier, der lässt eigentlich in der Dinette überhaupt gar keine Wünsche übrig. Das ist wirklich sehr, sehr geräumig, super bequeme Sitze. Und ja, ich fange mal an, einfach mal mit dem Tisch, den man natürlich hier dann ausziehen kann und verlängern kann, sodass also auch hier jemand noch dran sitzen kann und frühstücken. Ja, essen mit einem größeren Teller ist es dann vielleicht ein bisschen beengt, aber dann kann man auch sich gegenüberliegend hinsetzen. Haben wir schon ausprobiert, ist absolute Beinfreiheit hier unten. Also wunderbar. Ist auch alles richtig gute Qualität, richtig stabil und schon echt sehr schön. Geht doch alles einfach. Zack, schiebt man wieder rein. Fertig aus. Was Malibu auch mal hat, ist halt eben überhaupt in allem, in der Verarbeitung, ob das jetzt vom von den Schränken oder von den es ist alles qualitativ hochwertig. Ja, auch schönes Design mit den Gardinen hübsch gemacht. Und dann fangen wir mal an. Ich mach mal hier die Schränke auf. Die haben halt schon mal super Scharniere. Das geht alles einfach und merkt man halt, dass das eine richtig gute Qualität ist. Hier wackelt nichts. Das ist alles massiv und das gefällt mir persönlich bei Malibu halt sehr, sehr gut. Was noch hinzukommt, ist, dass die Autos mit einer mit einem Stoff verkleidet sind. Ja, also hier auch, das ist immer schon mal sehr gut für die Dämmung, dass das nicht so laut ist, wenn das Geschirr oder etc. irgendwas anderes hier drin ist. Also das finde ich gut. Auch hier oben ist alles mit Stoff gedämmt. Das gibt halt einen sehr, sehr schönen, eine sehr schöne Akustik auch hier drin. Ja, also die Schränke, wie gesagt, hier sind große Staufächer auch, die auch recht tief sind. Und also eine super Qualität. Das merkst du einfach schon, wenn du das zumachst. Das ist sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Hier unten sind Lautsprecher. Dann hat man hier LED-Lampen. Es gibt hier mittlerweile auch welche, wo man so hin und her schieben kann, die Lampen. Aber das finde ich persönlich nicht notwendig. Braucht man eigentlich nicht. Also sehr schön gehalten. Zum Fahrerhaus kommen wir nachher. Ja, hier in der Dinette gibt es zwei Auslässe für die Heizung. Nee, Quatsch, mehr. 1, 2, 3, 4. Vier Auslässe für die Heizung. Dann haben wir hier
ein Fach. Das ist schon mal eine feine Geschichte, da ist auch recht groß, kann man gut Schuhe unterbringen. Hier nochmal ein Stauber. Im Übrigen hoffentlich hört ihr was, weil hier wird Rasen gemäht gerade. Das ist recht laut. Wir haben hier nochmal ein großes Staufach, wo man halt diverse Sachen ablegen kann. Ist auch recht tief. Willst du es mal von oben? Oder sieht man das so? Es ist richtig schön tief. Da kann man gut was reintun. Ja, wir haben jetzt mal die Tür hier zugemacht, weil draußen noch ein paar Leute sind, die sich hier unterhalten. Und damit es keine Geräuschkulisse gibt, haben wir gerade die Tür mal zugeschoben. Michael mit einem ziemlich starken Speng. Die ist super soft eingezogen. Überhaupt nicht laut. Ganz leise ist die zugegangen. So, Michael macht jetzt mal die Tür zu, damit man hört, wie das schön ist. Also von der Tür bin ich schon mal total begeistert. Ja, also hier haben wir dann nochmal so Plissis. Dann haben wir das Bedienpanel, Heizung und hier ist halt das Bedienpanel mit Touchscreen, also ist auch recht gut gemacht, muss man sagen. Hier ist nochmal ein Ablagefach, wo man was reintun kann. Ja, und hier haben wir dann einen Küchenschrank, auch recht tiefen. Auch hier alles mit Stoff ausgelegt und bezogen. Und ja, dann die Küche selber. Steckdose ist klar. Mal gucken, ob Licht wollte ich mal gucken. Ach, das ist da. Da haben wir Licht. Eine LED-Lampe reicht auch dicker aus, weil man hier oben ja noch überall Licht hat. So, ja, zwei Flammenherd. Das ist für mich sowieso immer völlig ausreichend. Alle drei Flammenherde finde ich totalen Quatsch, weil man kann nie drei Töpfe gleichzeitig draufstellen. Und die haben auch einen recht guten Abstand. Also ich denke, dass man hier zwei Töpfe nebeneinander stellen kann. Dann haben wir hier das Waschbecken und da haben wir auf dieser Abdeckplatte auf der anderen Seite gleich ein Schneidebrett. Und dieses kann man dann hier oben rein tun und dann hat man hier nochmal Ablagefläche und man kann das benutzen, man kann das hier drauflegen und hat hier auch nochmal eine Stellfläche oder eben da, egal, aber man hat hier einfach nochmal so ein bisschen Stellfläche. Das finde ich also sehr gut gelöst. Dann haben wir hier an der Seite einen Tisch, also einen Beistelltischchen, den man einfach ausklappt und einen, dann rastet der ein. Auch ziemlich dick, ziemlich massiv, richtig fest. Also da kann man richtig was drauf hinstellen. Das ist echt genial gemacht. Und den klappt man einfach so ein. Ja, und dann hier ran, da ist das wunderbar. Noch eine kleine Zusatzstellfläche. Ja, die Küche selber hat sehr schöne Fächer. Was ich jetzt, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich Schubfächer nicht so mag. Davon bin ich weggekommen, weil was ich gut finde, ist bei Schubfächern, dass du schnell an irgendwas herankommst. Du musst zwar immer zur Seite, aber bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, da ist der Schrank offen und dann muss ich eben runter mich bücken und das rausholen und auch das, was dahinter ist, dann halt rausholen. Und hier hast du halt eben ja, kannst das halt alles schön einsortieren und gleich hast alles griffbereit sozusagen, ne? Hier sind nochmal zwei tiefe Fächer für Töpfe, also jede Menge Stauraum auch in der Küche. Ja, und hier haben wir jetzt einen Schrank und der ist riesengroß. Da ist also für Kleider mit Kleiderstange drin. Da passt richtig, oh, der ist echt groß. Richtig cool ist der. Ja, und hier oben haben wir, ach, warte mal, jetzt muss ich noch mal was gucken. Ah, genau, hier ist nämlich noch ein Licht drin. Das geht automatisch. Das finde ich auch ganz gut. Ja, und hier, muss mal gucken, ob ich das richtig mache.
Hier ist der Kühlschrank. Auch mit einem kleinen Gefrierfach drin. Das ist zwar nicht groß, aber ich glaube, das ist so wie unseres ungefähr. Ne? Das ist der gleiche Kühlschrank, glaube ich, so in der Art. Der ist nicht viel anders. Also man kann da auch, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Also hier ist doch, passt schon ein bisschen was rein. Also nicht schlecht. Das ist jetzt ein Absaugerkühlschrank. Absorber. Ich habe gedacht, das heißt Absauger. Nee. Wie heißt das? Absorber. Absorber, Entschuldigung. Oh Gottchen. Siehst du wieder was dazu gelernt? So. So, hier haben wir den Schlafbereich. Hier auch nochmal Heizungsauslass. Dann haben wir hier auch noch eine Steckdose für 220 Volt. Aber was ich jetzt hier nicht sehe, ist nochmal. Ach, da hinten, doch, da ist nochmal USB-Anschluss. Okay. So, und hier haben wir eine Klappe. Hehe. Nochmal für Schuhe. Oder für irgendwas. Hundefutter. Hundefutter. So. Ja, und dann haben wir ja, und das ist das, was mir sehr gut bei Malibu gefällt, die Matratzen. Das ist wirklich cool. Das ist ja so eine, ich glaube, die nennen sich 7-Phasen-Kaltschaummatratze. Und das ist echt richtig genial. Wir haben es ausgetestet vorhin schon. Also wir passen hier drauf. Michael kann mit ausgestreckten Beinen liegen. Ich gerade so. Es geht gerade so. Also ich bin dann schon ziemlich nah hinten dran. Aber die haben... Ich muss mal hier hochklettern, dass ich nicht... die haben hier hinten so eine Vorrichtung. Und zwar ist das auch aus Stoff. Das kann man auch hoch und runter schieben. Und das ist nämlich schon mal gut, wenn du mit dem Kopf rankommst, dann kommst du nicht an das Plissier. So. Und da ist das einwandfrei gelöst, finde ich. Weil dann kannst du nicht mit dem Kissen an das Plissier rankommen. Ja, dann gibt es halt hier natürlich... aber hier drinnen merkst du das total, wenn du sprichst, dass das ganz leise ist. Ne? Das merkt man richtig. Ja, dann haben die hier nochmal ein großes Ablagefach an den Ecken. Hier großen Stauraum, ist auch recht tief. Und ja, jeweils hier nochmal diese Schränke, die auch richtig schön tief sind, auch massiv sind. Und hier ist auch nochmal eine kleine Ablage. Hier an den Ecken, kleine Ablagen. Das vermisse ich auch bei uns so ein kleines bisschen, weil wir haben im Schlafzimmer gar nichts, wo wir irgendwie mein Handy oder irgendwas hinlegen kann. Das vermisse ich bei uns. Schön auch mit den Gardinen gemacht. Also sieht schon toll aus. Ja, hier Leselampen. Hier nochmal USB-Anschluss. Ja, und hier auf der anderen Seite halt... Hier auf der anderen Seite halt nochmal das gleiche, auch schön tiefe Schränke, auch Ablage. Ja, da auch nochmal das große Eckfach. Das ist sehr schön gelöst. Nicht schlecht. So, dann zeigen wir euch nochmal das Bad. So, hier stehen wir jetzt am Bad. Das geht ganz einfach mit diesem Griff zur Seite und dann die Tür wegschieben. Und das ist das Einzige, was ich so ein kleines bisschen, also als Manko empfinde, das muss ich ehrlich sagen, man hat im Bad sehr wenig Stauraum. Da haben wir jetzt in unserem Piccolino mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ich zeige euch das jetzt mal. Irgendwo muss man ja immer Kompromisse eingehen. Also das ist relativ groß. Man kann die Toilette... hier rausschieben. So. Also ich habe auch vorhin schon mal drauf gesessen. Es ist genug Platz hier in dem Raum drin dann. Und dann schiebt man die einfach wieder zurück. So. Ja, und dann hat man hier, hier ist noch mal so ein bisschen Fach und hier hat man einen
Spiegelschrank, da ist jetzt nicht so sehr viel Platz drin. Den finde ich nicht so glücklich gelöst. Also da hätte man irgendwie, ich hätte es besser gefunden, wenn die hier noch irgendwas reingemacht hätten, dass man noch was draufstellen kann. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und das ist das Einzige, was mir an dem Bad nicht so ganz so gut gefällt. Ja, hier nochmal so Ablagen. Und dann hat man hier nochmal ein Fach für Toilettenrolle, die man dann hier durchziehen kann. Somit kommt man also immer auch gut an das Toilettenpapier ran. Und dann hat man hier halt auch nochmal so ein kleines bisschen Stauraum. Und hier unten ist auch noch mal so ein bisschen Stauraum, wo man was reinmachen kann. Kleinigkeiten halt, Putzmittel und so weiter und so fort. So, die Dusche funktioniert wie folgt. Ich muss jetzt überlegen. Also einmal klappt man das beiseite und dann ist das irgendwie so, mit Magneten hält das hier. Dann schiebt man das, glaube ich. Nee, erst das hier, so war's. Warte. So, hier, dann schiebt man das hier vor. Das auch, hält dann auch mit diesen Magneten. Dann hat man hier noch eine kleine. Und hier. So, und dann befindet man sich in einer richtig großen Dusche. Hier, ich kann sogar ein bisschen laufen. Hier drin. Also, das ist okay. Jetzt muss ich gleich mal Michael reinstellen, ob der hier oben auch ein bisschen Platz hat. Aber ich denke, durch das Fenster müsste das auch gehen. Ja, und somit hat man das alles abgeschützt hier. Und saubere Geschichte, einwandfrei. So, jetzt steht der Herr des Hauses mal hier drin. Ja, gut, dass das Ding hier ist. Sonst ja, durch das Fenster halt ist das alles in Ordnung, oder? Ja. Dockst du mit dem Kopf irgendwo an? Links, rechts oder so? Nee, geht. Also für Michael geht's auch. Der ist 1,86, also ist ganz gut gelöst, das Konzept. Ja. Michael testet gerade die Toilette. Wunderbar. Also es ist Beinfreiheit. Ja, wenn man die Tür offen lässt, dann kann man den Nachbarn so ein bisschen zuwinken. Was ich ein bisschen schade finde auch, ist, dass es hier keinen Handtuchhalter gibt. Also die haben eigentlich gar keine Handtuchhalter hier. Da muss man sich selber irgendwas anmachen, dran machen. Und manchmal hat man ja hier so Schwenker, wo man was drüber hängen kann. Also das ist jetzt hier nicht gegeben. Ja, und dadurch, dass kein Fenster drin ist, kannst du es halt auch nicht als Außendusche nutzen. Das ist nochmal so ein kleines Manko, aber wie gesagt, Kompromisse musst du überall eingehen. Man müsste dann halt wirklich gucken, wo man hier Handtuchhalter befestigt. So, und hier natürlich die Treppenstufe automatisch, auch schön breit, also nicht so ein schmaler Ausdruck, sondern hier kann man richtig schön breit seine Füße ganz draufstellen, das finde ich gut. So, dann machen wir mal. Ja, das ist jetzt mal von hinten, von der Garage aus gezeigt. Das sieht ein bisschen komisch aus hier, das hängt jetzt ein bisschen runter, aber hier sind so zwei Streben, die müssen noch fixiert werden. Wie das jetzt geht, das wissen wir nicht. Aber wir wollten nur sagen, das sieht jetzt hier nur deswegen so ein bisschen komisch aus, weil diese Streben, die müssen noch irgendwie fixiert werden, angebracht werden. Hier haben wir ein Fach mit zwei 11 Kilo Gasflaschen. Und dann haben wir hier also jede Menge Stauraum. Hier ist schon mal ein Schrank. Jetzt mal herkommen vielleicht. Und da passt schon mal hier so Kabeltrommel und alles Mögliche hier rein. Ein schöner tiefer Schrank. Und dann
Ja, hier hat man halt einen richtig großen Stauraum. Auch hoch kann man sich ein schönes Regalsystem einbauen lassen. Hier auch nochmal so Fächer. Also hier ist richtig ganz viel Platz. Also dieses Auto hat einfach wirklich mega viel Stauraum. Ist allerdings auch 6,40 Meter lang. Ja, also wir haben mal über den Preis gesprochen mit dem Herrn hier. Wir könnten dieses Auto kaufen, so wie es jetzt hier steht. Würden noch eine Sattanlage und nur Sattanlage, ne? Was? Alles andere ist ja schon dabei. Fahrradträger ist dabei. Also nur eine Sattanlage noch einbauen lassen. Und ja, es ist dann eine Saison ein bisschen gefahren, auch nicht sehr viel. Also ganz minimale Kilometer nur drauf. Würden das jetzt, glaube ich, für 60.000 Euro kaufen können. Oder wir bestellen einen neuen, der würde dann nächstes Jahr kommen. Und der würde dann 67.000 Euro erste Mal kosten. Da ist vielleicht noch ein bisschen was drin an Puffer, aber auf die 65 werden wir auf jeden Fall kommen. Jetzt kann ich schon mal die Sonnenbrille abmachen. Auf die 65.000 Euro würden wir auf jeden Fall kommen, hätten dann allerdings einen Neuwagen, würden dann Dieselheizung nehmen. Mach's wieder auf. Würden dann eine Dieselheizung nehmen und wir werden heute viel überlegen. Hier fliegt hier Shepherds drinne, aber das ist, weil da hinten die Kurbeln von der Markise liegen. Wir haben jetzt eine Probefahrt gemacht und sind gleich wieder zurück. Und Michael fährt ja jetzt dieses automatische Schaltgetriebe, ist nicht so ganz so glücklich damit, weil der schaltet halt schon ziemlich, Schaltpausen so drin. Vielleicht ist es nur eine Gewohnheit, vielleicht gewöhnt man sich dran. Möchtest du auch mal heute was sagen? Ich bin sprachlos. Wohin warst du das aber nicht? Also, es könnte unser neues Auto werden. Ich finde es richtig gut. Servus. Nur nicht die Gegend reden. Also seid gespannt, liebe Videofreunde. Und wir werden sehen, wie wir uns entscheiden. Ja. Bis demnächst.